Herzlich willkommen auf dem Kanal von fachwirt-blog.de. Heute sehen wir uns den Begriff Aufstiegsfortbildung an. Die Aufstiegsfortbildung ist ein Teil der beruflichen Weiterbildung und endet mit einem Abschluss, zum Beispiel zum Fachwirt oder zum Meister. Voraussetzung hierfür ist, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen kann und auch ausreichend Berufserfahrung besitzt. Das Ziel der Weiterbildung ist, dass man im Anschluss höherwertigere Aufgaben übernehmen kann. Das wirkt sich in der Regel natürlich auch positiv auf die Gehaltsentwicklung aus. Es gibt eine große Vielzahl von Aufstiegsfortbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Weiterbildung zum Fachwirt, zum Meister oder zum Industriemeister. Zusätzlich kann man im Anschluss an diese Weiterbildungsmöglichkeiten noch die Weiterbildung zum geprüften Betriebswirt absolvieren. Die Aufstiegsfortbildung ist im Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung geregelt. Daneben gibt es weitere Regelungen für die Aufstiegsfortbildung im Wirtschafts-, Beamten- und auch im Verwaltungsrecht. Im Anschluss an die Berufsausbildung und einiger Berufserfahrung können sich mit der Weiterbildung neue berufliche Möglichkeiten ergeben. So kann zum Beispiel ein Elektriker seinen Meister machen und im Anschluss sein eigenes Unternehmen gründen. Ein Steuerfachangestellter kann nach der Weiterbildung zum Steuerfachwirt auch mehr Verantwortung übernehmen und zum Beispiel Bürovorsteher, also Büroleiter, in der Steuerkanzlei werden. Und so gibt es noch viele weitere Beispiele für einen beruflichen Aufstieg nach der Aufstiegsfortbildung. Eine Aufstiegsfortbildung kann in Vollzeit, zum Teil auch in Teilzeit absolviert werden. Einige Kurse werden auch per Fernstudium angeboten. Die Kosten für die Weiterbildung können in der Regel über das sogenannte Meister-BAföG finanziert werden. In einigen Fällen gibt es auch Unternehmen, die direkt die Mitarbeiter bei der Weiterbildung unterstützen. Dafür bindet sich in der Regel der Mitarbeiter für eine bestimmte Zeit an den Arbeitgeber. Einen Überblick über die unterschiedlichen Weiterbildungsmöglichkeiten findet man zum Beispiel auf fachwirt-blog.de. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like. Abonniert auch gerne den Kanal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen erfolgreichen Tag.